Ich bin mal in einem Auto unter heftigem Schütteln und fliegenden Glassplittern aufgewacht. Ich schrie und hielt instinktiv meinen Kopf mit meinen Händen und wünschte mir 100 Mal, dass ich nicht getrampt wäre. Das Auto, in dem ich fuhr, war mit dem Auto eines betrunkenen Fahrers zusammengestoßen. Alles war okay, ich hatte überlebt. Aber bevor ich aus dem Rücksitz gezerrt wurde, fühlte sich jede Sekunde, die ich im Autowrack verbrachte, wie die Hölle an. Wenn ich das Wort Gefahr höre, erinnere ich mich immer an diese Geschichte. Und mein Gehirn kann sich nicht mal ausmalen, wie krass das sein kann, was hinter den realen, tödlichen Albträumen steckt, die außerhalb unserer Fantasie auf uns Menschen lauern. Jedes Jahr rücken wir der Kolonisierung des Mars näher. Aber wenn du wüsstest, wie gefährlich dieser Planet ist, würdest du deine Koffer nicht packen wollen. Du würdest seine felsige Oberfläche betreten und an diesem Punkt schlage ich vor, dass wir unsere Reise verlangsamen und herausfinden, was in nur einer Nanosekunde auf dem Mars passieren würde. Man braucht 50 Millionen Nanosekunden, um zu zwinkern. Du hättest also nicht einmal die Zeit zu blinzeln, denn du würdest dich sofort im Epizentrum eines Staubsturms wiederfinden. Als nächstes würde dich ein Schlag mit einer Kraft von 3,5 Tonnen treffen. Es wäre so, als ob dich ein PKW überfährt. Die Windgeschwindigkeit auf dem Mars erreicht 300 Kilometer pro Stunde und die Staubtrichter erreichen leicht die Größe des Mount Everests. Deine Zeit auf dem Mars? 15 Sekunden. Jetzt liegst du geschockt in einem Krater, deine Knochen sind gebrochen und der Marsstaub bedeckt dich bereits von Kopf bis Fuß. Das ist nicht verwunderlich, denn hier wehen die stärksten Staubwinde im gesamten Sonnensystem, welche mehrere Monate andauern können. Wenn dir der Mars nicht genug ist, dann willkommen auf Jupiter. Hier erreicht die Windgeschwindigkeit 650 Kilometer pro Stunde. Und dazu gibt es kolossale Blitze am Himmel, die 100 Mal heller sind als die auf der Erde. In einer Nanosekunde würdest du nur Blitze wahrnehmen und im nächsten Moment würdest du von einem kosmischen Sturm weggeweht werden. Aber wenn du länger durchhalten würdest, könntest du eine atemberaubende Meeresküste bestaunen. Sie besteht aus flüssigem metallischem Wasserstoff mit einem Entladungsstrom von mehreren 1000 Ampere. Folglich würdest du darin komplett braten. Aber das ist etwas langweilig. Es gibt doch Geschwindigkeiten und mehr. Begib dich zum Planeten Dimedium 51 Pegasi b. Hier erreicht der heiße Wind mehr als 1000 Kilometer pro Stunde, fast die Geschwindigkeit des Schalls. Das entspricht einem Windstoß von 4,5 Tonnen, praktisch einer Bombenexplosion. In einer Nanosekunde würdest du definitiv nicht weit wegfliegen. Aber sobald du runterkrachst, würde dir geschmolzenes Metall am Kragen heruntertropfen. Dieser Planet hat sehr hohe Temperaturen, die Eisen verdampfen lassen und es direkt auf deinen Kopf fallen lassen. Meine Schlussfolgerung ist, dass es besser wäre, in den ersten Nanosekunden zu sterben und sich alle Knochen zu brechen, als einen solchen Regen zu ertragen. Wie auch immer. Du hast die Wettervorhersage auf diesem Carbonplaneten noch nicht gesehen. Und die ist nicht angenehm. Sie sagt Benzinregen voraus. Wenn du ein Ölmagnat werden möchtest, dann ist dieser Planet für dich perfekt, denn hier sprudeln ganze Ölmeere. Und Diamanten liegen buchstäblich unter deinen Füßen verstreut, wie in der Schatzkammer eines arabischen Märchens. Aber es gibt ein Problem. Du musst das Zeug in einer Nanosekunde zur Erde schaffen, bevor du zu viel Kohlenstoff einatmest. Und jetzt schlage ich vor, dass wir uns an einen kühleren Ort begeben. Wenn du auf dem Planeten Neptun für eine Nanosekunde einfrieren würdest, hättest du Zeit, die lokalen Winde zu bewundern, die wie gefrorene Wolken aus Erdgas am nördlichen Rand des großen dunklen Flecks vorbeistreifen. Hier wütet ein Hurrikan von der Größe der Erde mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 2400 Kilometern pro Stunde. Das ist das Doppelte der Geschwindigkeit, die nötig wäre, um die Schallmauer zu durchbrechen. Trotz der Tatsache, dass die Temperatur hier minus 200 Grad beträgt, würdest du nicht Gefahr laufen zu erfrieren. Du hättest nicht einmal die Zeit zu blinzeln und wärst bereits im Epizentrum eines antizyklonalen Sturms mit Überschallgeschwindigkeit gefangen.
Dein Körper würde also in wenigen Nanosekunden wie Restmüll in Stücke gerissen werden. Wenn du dich komplett in einer Kryokammer einfrieren lassen und den Menschen der Zukunft oder Außerirdischen eine Erinnerung an dich hinterlassen möchtest, dann solltest du unbedingt zum Pluto fliegen. Seine Oberflächentemperatur steigt selten über minus 288 Grad. Gefrorener Stickstoff, Kohlenmonoxid und Methan bedecken die Oberfläche dieses Planeten wie Schnee für die meiste Zeit des Jahres, das 248 Erdjahre entspricht. An einem klaren Tag versorgt die Sonne Pluto mit etwa so viel Wärme und Licht, wie der Mond der Erde an einem Vollmond bietet. Dein Körper würde also für Jahrhunderte intakt bleiben, aber in Form einer Eisscholle. Und jetzt ist es Zeit, sich aufzuwärmen und zur romantischen Venus weiterzuziehen. Das Romantische steckt hier allerdings nur im Namen. Der Druck der Venus-Atmosphäre ist 92 Mal höher als der Druck, an den wir gewöhnt sind. Das bedeutet, dass du in der ersten Nanosekunde geplättet werden würdest, bevor du Zeit hättest, die giftigen Gase einzuatmen. Und dann durch die lokale Temperatur von 462 Grad gekocht werden würdest. Deine Überreste würden sich in einem Regen aus Schwefelsäure auflösen. Die automatische interplanetarische Station der Sowjetunion hielt es nur 127 Minuten auf diesem Planeten aus. Danach wurde die Rakete gleichzeitig zerquetscht und geschmolzen. Jetzt kannst du dir sicher sein, dass die Venus der heißeste Ort für ein romantisches Date ist. Wenn dir das alles noch nicht genug erscheint und du sofort schmoren willst, dann solltest du direkt zur Sonne fliegen. Ihr Durchmesser ist 109 Mal größer als die Erde und die Oberflächentemperatur der Sonne liegt zwischen 5800 und 6000 Grad. Nach 5 Billionstel Nanosekunden würdest du aufgrund der Blutgerinnung sofort sterben. Und dann würdest du wie ein Stück Weltraumstaub verglühen. Besonders, wenn du keinen Hitzeschild aus Carbonschaum hättest. Wie die Parker-Solarprobe, die am 12. August 2018 zur Sonne startete. Ich hoffe, du bist noch nicht müde, denn ich persönlich bin des Sonnensystems überdrüssig. Es gibt viel interessantere und nicht weniger gefährliche Orte im Universum. Zum Beispiel sind Quasare die hellsten Objekte, die die Menschheit in unserem sichtbaren Universum entdeckt hat. Ich schlage vor, dass wir uns zum Einstein-Kreuz-Quasar begeben, dem am weitesten entfernten und tödlichsten Objekt im Universum. In seinem Zentrum befindet sich ein riesiges schwarzes Loch, das größer als Milliarden von Sonnen ist. Außerdem bewegt sich diese riesige Energiemasse mit 80% der Lichtgeschwindigkeit voran. So, die erste Nanosekunde ist vergangen und du bist im Epizentrum des Quasars. Du wirst von einem hellen Blitz geblendet, denn Quasare können bis zu 100 Mal mehr Energie ausstrahlen als alle Sterne in unserer Galaxie. Du zerfällst in Elementarteilchen, die dann zu einem Pulsarwind verwirbeln. Auf den ersten Blick klingt das poetisch. Quasare sind ein Fenster in die Vergangenheit. Denn ihr Licht erreicht uns schon seit Millionen von Jahren. Du würdest buchstäblich ein Teil des Universums werden. Doch ein Teil des Pulsarwindes zu werden, ist nicht so toll, wie es auf den ersten Blick scheint. Im Inneren würdest du in Elementarteilchen zerlegt werden und auf den Abschluss mit geladenen Teilchen warten, die auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Photonen würden aus dir herausgeschlagen und du würdest Licht aussenden. Zumindest wäre es schön anzusehen. Ich denke, dass der Pulsarwind in der Zukunft die Einäscherung hier ersetzen könnte. Nun, ich schätze, meine Autounfallgeschichte verblasst im Vergleich zu all dem kosmischen Chaos. Aber für den Moment finden diese universellen Albträume fernab von dir statt. Es ist viel wahrscheinlicher, dass du dich durch einen Ziegelstein verletzt, der dir auf den Kopf fällt, als dass du auf einen Pulsarwind stößt. Ich hätte dieses Video mit dieser positiven Stimmung beendet, wenn da nicht der Vulkan wäre. Ja, du hast richtig gehört. Es sind die Vulkane, die mich nachts wach halten.
Anders als die fernen Marsstürme und Benzinregen hat unser Heimatplanet seine eigenen Gefahren. Kochende Massen einer geschmolzenen Mischung aus Siliziumdioxid und Metallen, die eine ganze Stadt zerstören können. Was würde passieren, wenn du nur einen Tropfen abbekommst?